Thank you.
Ja, hier nach oder wollen wir hier zurück? Ich hab ja auch ganz viel Geld gekostet für die zwei Karten. Schön, ja.
Meinst du, ist schon leer oder was meinst du? Ich sage ja. Ja? Weiß ich nicht. Ja.
Genau.
Wird das ja, ne? Wo die Pille. Thank you.
como hicieron todo una. Eso sí, ya está. Y ese edificio lo han destruido, que no lo vuelven a reconstruir. Y esa de allá es una puta. Thank you.
so lächeln. Ja, das fällt mir sehr schwer. Wenn man ein T-Shirt ist, ja, es wäre im Sommer, ja. Oh, sorry.
Hi. Durchzuführen, was wir dann so sehen werden. Und ja, wenn es euch gefällt, kauft euch gerne Karten und seht es wirklich jetzt. Genau, kauft euch Karten. Das Schöne ist, es wird nicht nur bis Weihnachten gespielt, sondern bis zum 8. Januar. Schön hier in der Georgstraße im GOP. Jetzt darf ich euch ganz, ganz viel Spaß wünschen. Und wenn ihr Lust habt, ist es ein Musical. Das sieht man und erlebt man besonders, wenn man ein bisschen näher zur Bühne kommt. Ist für die Schauspieler aus. Danke dir. Ja, ihr lieben Kinder. Ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, wie es so dazu gekommen ist, dass jetzt hier gleich ein paar Lieder auf der Bühne erklingen werden. Und alle Erwachsenen bitte ich, weil wir haben jetzt recht viele Erwachsene hier, fühlt euch... Und dort gibt es Hexen. Einige Hexen. Da muss man erstmal einen Überblick bekommen. Es gibt dort zwei böse Hexen. Das ist die Hexe des Westens und die Hexe des Ostens. Und eine gute, aber auch ein bisschen verrückte Hexe, die kommt aus dem Norden. Ob es auch ein bisschen Süden kommt, das haben wir gar nicht rausgefunden. Ist aber gar nicht so wichtig. Drei Hexen reichen ja schon, oder? Aber Hexen sind super, oder? Ja, okay. Und dann gibt es noch einen Zauberer. Der ist quasi noch der Boss. Also der Boss von Boss. Und der findet sich selber ziemlich cool. Die Hexen des Westens, die sind auch gerne der schöne Boss. Und streiten auch den Zauberer über. Und dann geht es okay, der, aber jetzt ey. Wir sind der Zauberer von Boss und die Hexe des Westens.
Das war Maxi Lerner als Dorothy. Dorothy erschreckt sich, als sie bemerkt, dass sie in ihrem Haus. Sag mal, schön festhalten, schön gut zu bleiben, zu Hause, wenn du warst. Das war die Hexe des Ostens, also eine von den bösen Hexen. Und dann bewegten sie in der richtigen Hexe. So, wer hat gemerkt, die Mutter hat etwas verwandelt. Sie kommt nach dem Berg. Aus dem Dorf, genau. Das ist ein großer Zauber. Oh, yeah.